Meine Damen und Herren, seit mehr als 5 Jahren sind wir Zeugen eines der gewaltigsten Umbrüche der Weltgeschichte. Aus der Vergangenheit gibt es nur wenige Beispiele, die sich damit vergleichen lassen. Die Umwälzung spielt sich zwar unmittelbar vor unseren Augen ab, doch es ist zurzeit noch immer kaum möglich, ihr tatsächliches Ausmaß zu erkennen, von ihren Konsequenzen ganz zu schweigen. Bei dieser Veränderung wird buchstäblich das Oberste zu Unterst gekehrt, weil die menschliche Aufnahmefähigkeit bei außergewöhnlichen Ereignissen begrenzt ist, wird man damit auch empfindungsmäßig kaum fertig. Das ist ähnlich wie bei Katastrophen oder einem Übermaß an Glück. Die Auflösung der Sowjetunion, die Umgestaltung ihrer einzelnen Staaten im Zeichen neuer Richtmaße lässt keinen Bereich des Gemeinwesens der Gesellschaft aus. Wir sehen, wie die Völker des früheren Riesenimperiums darum ringen, sich ihrer jeweils eigenen Grundüberzeugungen bewusst zu werden und sie als Realität ins tägliche Leben umzusetzen. Sie bemühen sich ebenso entschlossen wie verzweifelt darum, neue Fundamente der Wirtschaft und Politik, der Religion, Tradition und Kultur zu legen. In allen Staaten, von der Weichsel bis zum fernöstlichen Wladiwostok, herrscht der Wille vor, im Zeichen des Rechtes auf Selbstbestimmung die Gesellschaft als Nation politisch zu organisieren. Derselbe Prozess spielt sich auch bei all denjenigen Völkern ab, die jahrzehntelang als Satelliten zum Interessenbereich Moskaus gehört haben. Dadurch verändern sich auf dem Erdball auch die Machtkonstellationen des letzten Halbjahrhunderts von Grund auf. Mit dem Ende der Feindschaft zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion wurde auch die Spaltung Europas seit 1945 beseitigt. Die westlich bevormundete Bundesrepublik ist 1990 mit der vom Osten geprägten DDR vereinigt worden. Wenn man das Bild dieser Entwicklung von außen betrachtet und sich nur an die Oberfläche hält, könnte man leicht dazu verführt werden, gewissermaßen tief durchzuatmen. Nichts scheint mehr der begründeten Hoffnung auf eine friedvolle Harmonie im Weg zu stehen, die viele Jahre anhalten könnte. Eine Epoche ohne Wettrüsten und Säbelrasseln und Pokern mit der Drohung atomarer Vernichtung. Wir erinnern uns doch noch alle an die Zeit, als Washington und Moskau übereingekommen waren, Europa, vor allem Mitteleuropa, noch genauer gesagt Deutschland, im Ernstfall in das Schlachtfeld eines Atomkrieges zu verwandeln. Dieses apokalyptische Szenario liegt erst einige Jahre zurück. Wir sollten das nicht so schnell vergessen. So richtig dieser Blick auf die Oberfläche der Ereignisse in vieler Hinsicht auch ist, so sehr jetzt allen Menschen eine Last von den Schultern genommen scheint, so wenig lässt sich damit die eigentliche Dimension der jüngsten Entwicklung erfassen. Die Staaten außerhalb des Einflussbereiches der früheren Sowjetunion haben die Vorgänge im Osten zunächst mit ungläubigem Staunen, dann aber auch mit unverhohlenen Triumphgefühlen betrachtet. Diejenigen, deren Politiker an Gedenk- oder Festtagen und bei allen Wahlreden versichern, dass bei ihnen und nur bei ihnen Freiheit und Menschenrechte, Selbstbestimmung und Demokratie verwirklicht sind, verbuchen den Zusammenbruch des Marxismus als eigenen Sieg. Sie, diese Fahnenträger des Völkerrechts, erklären sich zu Gewinnern des Kalten Krieges. Sie sehen im Scheitern des doktrinären Sozialismus nichts anderes als eine gesellschaftlich-politische Selbstbestätigung. Deshalb fühlen sie sich auch nicht zu kritischen Gedanken über ihren eigenen Zustand genötigt. Das ist nicht nur ein Irrtum, das ist Selbstbetrug. Die Unfähigkeit des marxistischen Sozialismus bestätigt nicht den liberalistischen Kapitalismus. Und wer da glaubt, der ungeheure Umbruch im Osten sei nichts anderes als ein Problem der Marktwirtschaft, hat von den wirklichen Gründen dieser Revolution nichts begriffen. Vor allem nichts von ihren historischen Bedingungen. Der Gegensatz zwischen Kapitalismus und Staatssozialismus durchzieht unser ganzes Jahrhundert. Ein unversöhnliches Freund-Feind-Verhältnis.
Die nicht-marxistischen Staaten haben sich dabei so vehement der Kritik des Sozialismus hingegeben, dass sie nicht dazu gekommen sind, ihre eigenen Grundlagen positiv zu umreißen. Der wirtschaftlich-industrielle Erfolg, das stetig wachsende Sozialprodukt, der materielle Wohlstand und der außerordentliche Lebensstandard haben ihnen genügt. Und davon ist die Politik an die Wand gedrückt worden. Das gilt in besonderer Weise für unser Land und unsere Nation im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz dieser Zeit ist für Deutschland mehr als unerfreulich. Wenn wir zurückblicken, dann sehen wir die beiden Weltkriege, die wir, wie unsere Gegner, die Sieger, immer wieder versichern, willkürlich vom Zaun gebrochen haben sollen. Wir sehen eine Kette von Katastrophen. Wir sehen viele Millionen Tote. Wir sehen die grauenhafteste Vertreibung der Weltgeschichte. Wir sehen 1945 Deutschland zertrümmert und von den Siegern auf einer Schlachtbank als Beute aufgeteilt. Die Düsternis dieses 20. Jahrhunderts wird für uns nur durch wenige kurze Phasen eines hoffnungsvollen Aufschwungs erhellt. Das gilt auch für Westdeutschland in den Jahren zwischen 1949 und 1989. Das vielgerühmte Wirtschaftswunder der Bundesrepublik hat niemanden von den Nachdenklicheren darüber hinwegtäuschen können, dass wir besetztes Land waren, eine Niederlassung der Vereinigten Staaten. Wir haben uns in den Schlafsack des Wohllebens eingerollt und die Deutschen jenseits der Elbe und Werra ihrem Schicksal überlassen. Der materielle Wohlstand hat unseren nationalen Anstand ausgehöhlt. Ich meine damit nicht mehr und nicht weniger, als dass wir nicht auf unsere Rechte gepocht haben, dass wir vor allem dem entschlossenen, geradlinigen Kampf für unser Recht auf Selbstbestimmung ausgewichen sind. Denn auch der Unterlegene in einem Krieg wird aufgrund der Niederlage kein rechtloses Objekt. Er hat zwar den Stiefel des Siegers im Nacken, aber das Recht lässt sich nicht genauso mit den Füßen treten wie ein in den Staub geworfener Verlierer. Das ist der schwerste Vorwurf, den wir aber in erster Linie unseren Politikern machen müssen. Dass sie aus Gründen politischer Taktik, aus Willfährigkeit, Feigheit, Liebedienerei darauf verzichtet haben, sich felsenhart und unerschütterlich für die Rechte Deutschlands und der Deutschen einzusetzen. Alle verantwortlichen Politiker sind bei uns vom Volk gewählt worden. Jeder von ihnen legt, wenn er sein Amt übernimmt, gemäß Artikel 56 unseres Grundgesetzes einen Eid ab. Er schwört feierlich, dass er seine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Scharen von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, seine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben wird. Wenn wir im Zeichen dieses Eides die Entschlüsse und Maßnahmen unserer verantwortlichen Politiker während der letzten Jahrzehnte auf ihre Substanz hin abklopfen, kommen wir zu einem niederschmetternden Ergebnis. Vielfach ist der Widerspruch zwischen öffentlicher Beteuerung und dem Verstoß gegen unsere Rechtsansprüche so krass, dass es schwerfällt, den feierlichen Amtseid nicht mit einem Geschwätz zu verwechseln. Das gilt in erster Linie für den Verzicht der Bonner Regierung auf die deutschen Ostgebiete. Es gilt aber ebenso für die Doppelzüngigkeit gegenüber den Vertriebenen, die man, wie heute zu sehen ist, jahrelang hinters Licht geführt hat. Es gilt ebenso für die Nachbarschaftsverträge mit Polen und der Tschechoslowakei. Es gilt schließlich auch in hohem Maß für den Verzicht, genauer gesagt für den Verrat fundamentaler Interessen unseres Volkes und Deutschlands in der Europapolitik. Zu den bedenklichsten Folgen der beiden von uns verlorenen Weltkriege zählen unsere tiefen Selbstzweifel. Sie haben im Inneren unseres Gemeinwesens auf weiten Gebieten eine Atmosphäre des Bruderhasses, wechselseitiger Verfolgung und der Selbstzerfleischung begünstigt.
Ein Höhepunkt ist dabei nach 1945, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, erreicht worden. Die Entwicklung seit dieser Zeit strotzt nur so von Widersprüchen. Bis 1949 hatten die großen Sieger USA und Sowjetunion ihre Kriegsallianz aufgekündigt und standen sich seitdem in unversöhnlicher Feindschaft gegenüber. Die Front verlief quer durch Deutschland. Unsere Einheit wurde aufgrund des West-Ost-Gegensatzes zerschlagen. Im Dienst der von den Siegern betriebenen Umerziehung und zwecks Ausrottung des deutschen Militarismus wurde die Wehrmacht einer Mörderbande gleichgestellt. Ich erinnere daran, dass erst vor kurzer Zeit ein noch immer amtierender deutscher Bundesminister keinen qualitativen Unterschied zwischen einem Soldaten der Wehrmacht und einem KZ-Wächter hat ausmachen können. Als jedoch Ende der 50er Jahre die Vereinigten Staaten erkannten, dass für die NATO in Europa deutsche Soldaten die beste Speerspitze sein würden, gaben sie Hals über Kopf eine Ehrenerklärung für die eben noch geschmähten Militaristen ab und rüsteten uns wieder auf. In denselben Jahren setzte eine völlig unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung in West- und Mitteldeutschland ein. Wenn jetzt unter größten Opfern und mit ungeheurem Kraftaufwand die Länder der früheren DDR saniert werden müssen, um sie so rasch wie nur möglich dem Lebensniveau in Westdeutschland anzugleichen, dann sollten wir uns gelegentlich auch daran erinnern, dass wir damit ein Erbe bereinigen, das uns die Sieger des Zweiten Weltkrieges hinterlassen haben. Die Bundesrepublik stand in den 50er Jahren im Zeichen des viel zitierten Wirtschaftswunders. Als 1989 in Bonn der 40. Geburtstag unserer Republik gefeiert wurde, präsentierte sich Westdeutschland als Land eines Lebensstandards, der den meisten Staaten der Welt wie ein Paradies auf Erden erscheint. Das Ausmaß des materiellen Wohlbefindens in Westdeutschland lässt sich nur mit Begriffen umschreiben, die durchweg gesellschaftliche Signalwirkung besitzen. Kaufkraft, soziale Sicherung, sieht man von denjenigen ab, die sie nicht besitzen. Belanglose Inflationsraten, feste D-Mark, totale Motorisierung, enorm hohes Bruttosozialprodukt, Wirtschaftskonjunktur. Und im Export übertreffen wir zurzeit noch immer sämtliche Staaten der Welt, selbst die USA und Japan. Westdeutschland hat seit den 50er Jahren bedingungslos auf die Industrie und die Wirtschaft gesetzt. In diesem Bereich hängt der Erfolg ausschließlich von Leistung und Gewinn ab. In einer zuverlässigen Erhebung des Jahres 1990 rangiert die Bundesrepublik als reichstes Land der Welt an der Spitze. Ein Land also, in dem es optimale Möglichkeiten zu geben scheint, um härteste Arbeit in süßesten Luxus zu verwandeln. Dieses rosige Bild war schon 1989 nichts weiter als die polierte Außenseite einer Republik, deren Innenseite ganz anders aussieht. Es geht dabei nicht um die sattsam bekannten Klagen der feinsinnigen Kulturkritiker und besorgten Pastoren über die Vorherrschaft des Geldes, die Sucht nach mehr und mehr, den Verfall an materielle Äußerlichkeiten, die geistige Verflachung und damit die wachsende innere Fäulnis. Es geht darum, dass die Energie, mit der sich Westdeutschland auf Industrie und Wirtschaft geworfen hat, das Politische und seine Pflichten in einem katastrophalen Ausmaß hat verkümmern lassen. Von den fundamentalen Werten, die eine Demokratie zusammenhalten, ganz zu schweigen. Hier liegt der Krebsschaden unseres Gemeinwesens. Er wird von dem betörend glitzernden Schaufenster unseres einmaligen Wohlstandes hervorragend verdeckt. Wer die Zahlen des Bundeshaushalts des Jahres 1989 mit denjenigen des laufenden Jahres vergleicht, muss kein Wirtschafts- oder Finanzexperte sein, um zu begreifen, welche Lasten Deutschland zurzeit trägt und in den kommenden Jahren zu tragen hat. Zahlen überzeugen. Unsere Staatsverschuldung sprengt inzwischen alle Vorstellungen. 4 Jahrzehnte lang hat die Wohlstands- und Wohlfahrtsgesellschaft der Bundesrepublik unbeirrbar und ungefährdet auf dem Hochseeschiff der sozialen Marktwirtschaft die wechselvollen Strömungen der Nachkriegsgeschichte durchquert. Es sah aus, als würde dieses Schiff so gut wie alle Eigenschaften besitzen, nur nicht die Fähigkeit des Kenterns. Der Eindruck, dass wir das Land sein müssen, darinnen Milch und Honig fließt, wie die Bibel sagt, hat sich überall in der Welt herumgesprochen.
Nur deshalb wälzt sich zu uns durch das riesige Scheunentor des politischen Asylrechts der ebenso riesige, trübe Strom der Wirtschaftsflüchtlinge aller Herren Länder. So als wären wir das Sozialamt des Erdballs und das unerschöpfliche Auffangbecken des Bevölkerungsüberschusses. Unser schwer erarbeiteter Wohlstand ist ein Ergebnis von Fähigkeiten, die weniger mit der Art unserer Gesellschaft und Staatsform zu tun haben, als mit besonderen Merkmalen. Man charakterisiert sie grobschlächtig, aber doch nicht völlig falsch, als typisch deutsch. Wir sollten uns ihrer nicht schämen, sondern uns dazu bekennen. Es geht um Einfallsreichtum, Organisationsgabe, Ehrgeiz, Ordnungssinn, Fleiß, Gründlichkeit, Realitätsgefühl, Zuverlässigkeit, Kreativität, Leistungswille, Disziplin und weiß Gott nicht zuletzt auch um ein gerütteltes Maß an praktischer Vernunft. Sie hat bis jetzt auch im härtesten Poker um Tarife zwischen Gewerkschaften und Unternehmern letztlich die Oberhand behalten. Das alles wird nunmehr einer Belastung ausgesetzt, bei der auch zuversichtliche Fachleute das Frösteln überkommt. Bei dieser Sachlage dürfte man zu Recht erwarten, dass sich die Politiker sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik zu Entschlüssen gezwungen sehen, die das drohende Gespenst der Instabilität nicht wie den Geist aus der Flasche in unsere Wirklichkeit bringen, sondern verscheuchen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Seit 1990 werden von unseren verantwortlichen Politikern mehr denn je fundamentale Lebensinteressen des Gemeinwesens verraten und geopfert auf Altären, die in ganz anderen Zeiten und für ganz andere Zwecke errichtet worden sind. Das gilt für die Bonner Europapolitik, es gilt ebenso für das Verhalten unserer Regierung und unserer Parteien bei der Zusammenführung West- und Mitteldeutschlands. 1946, ein Jahr nach dem Ende des größten Krieges der Weltgeschichte, erhob sich die Idee eines vereinigten Europas wie der Phönix aus der Asche. Die Idee war alles andere als neu. Das größte Echo aber fand sie bei uns. Durchaus verständlich, denn weil unseren Großvätern und Vätern alles zerschlagen worden war, was Deutschland, das Deutsche Reich, einmal ausgemacht hatte, stürzten sie sich fast ekstatisch in die Idee Europa. Schon damals aber war dieses Europa nur eine Fluchtburg. Inzwischen hat sich unendlich viel verändert. Geblieben aber ist die alte Hypothek, dass die europäische Gemeinschaft ein Zweckbündnis gewesen ist, das sich nur wirtschaftlich hat ausdrücken können. Das war schon klar zu erkennen am 25. März 1957, als mit der Unterzeichnung der römischen Verträge die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet wurde. Ein wenig von dem alten Enthusiasmus flackerte bei uns nochmal im Juni 1979 bei den ersten Direktwahlen zwischen Parlament auf. Und kaum noch zu spüren war das dann 10 Jahre später, 1989, als dieselben Wahlen wieder fällig waren. Man macht sich heute keiner Vergröberung schuldig, wenn man feststellt, dass Europa zurzeit noch immer nichts anderes darstellt als einen Wirtschaftsblock, bei dem die Vorteile und Lasten peinlich und peinigend ungleichgewichtig verteilt sind. Alle politischen Gesichtspunkte sind von Anfang an dem ökonomischen Prinzip untergeordnet worden. Denn wie sieht die vielberufene europäische Idee in der Wirklichkeit aus? Sie präsentiert sich als eine Interessengemeinschaft der Kaufleute, der Ex- und Importeure, der Wirtschaftsmanager, der Profite und Handelsbilanzen. Ohne Beschönigung gesagt, es ist ein Europa der Raffer und Rechner. Das wird demnächst durch den Binnenmarkt noch verstärkt, unter anderem auch zu Lasten der sozialen Gerechtigkeit. Zwischen 1982 und 1990 hat sich die Zahl der Armen in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von 38 Millionen auf 49 Millionen erhöht. Politische Qualität besaß und besitzt dieses Europa genauso wenig, wie es eine gestaltende Idee besitzt. Das kann aufgrund seiner Konstruktion auch nicht anders sein. Haben wir nach mehr als 3 Jahrzehnten Wirtschaftsgemeinschaft noch immer nicht begriffen, dass sich aus dem wirtschaftlichen Verbund nicht einmal ein Funken europäischen Gemeingefühls entwickeln kann?
Wer von uns wäre dadurch ein Europäer geworden, dass er ein französisches Auto fährt, spanische Orangen isst und italienische Schuhe trägt? Die politische Einheit Europas ist zurzeit eine Illusion und für die Träumer bestenfalls eine Vision des nächsten Jahrtausends. Wie lächerlich der Glaube an eine politische Qualität der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zurzeit ist, das hat sich auf das Jämmerlichste während des Golfkrieges und des Gemetzels im zerfallenden Jugoslawien gezeigt. Am meisten aber erstaunt, mit welcher Hektik sich die Bundesregierung nach der Vereinigung West- und Mitteldeutschlands in der Europapolitik engagierte. Es hat den Anschein, als wolle Bonn auf Biegen und Brechen seine Partner beweisen, dass das Vereinigte Deutschland mit seinen nahezu 80 Millionen Menschen keineswegs gewillt sei, eine Rolle zu spielen, die den anderen missfällt. Um es ganz klar zu sagen, die Sanierung Mitteldeutschlands ist die gewaltigste Aufgabe, vor der wir seit 1945 stehen. Sie verlangt von uns Kraftanstrengungen, die alles übertreffen, was man sich jemals hat unter dem Einsatz vorstellen können, um mit einer wirtschaftlichen Krise, mit einem Staatsdefizit, mit wachsenden Inflationsraten, mit einem Konjunkturbruch fertig zu werden. Vor wenigen Jahren hat es so ausgesehen, als könnten wir nur so mit den Millionen jonglieren. Heute sind daraus Milliarden geworden. Der Bundeshaushalt ist von 290 Milliarden im Jahr 1989 hochgeschnellt auf 423 Milliarden in unserem Jahr 1992. Keiner der vergleichbaren Staaten trägt zurzeit mehr auf seinen Schultern. Wann jemals, wenn nicht jetzt, hätten wir uns mit größerer Energie darauf zu konzentrieren, mit unseren eigenen Schwierigkeiten fertig zu werden? Und trotzdem treiben wir als Lege vor uns das gelobte Land zur selben Zeit in Europa eine Entwicklung voran, für die wir nicht nur wie bisher die Zahlmeister sein werden, sondern die unsere Gesamtwirtschaft genauso gefährdet wie die Säule dieser Wirtschaft. Unsere Regierung zwingt uns zu einem beispiellosen Gewaltschaft in die flachen Ebenen europäischer Verantwortungslosigkeit. Was dies für den weiteren Zerfall der inneren Zustände in Deutschland bedeuten wird, davon werden wir schon im nächsten Jahr einen mehr als bitteren Vorgeschmack bekommen, wenn aufgrund des Binnenmarktes die Grenzen geöffnet werden und die Springflut der professionellen Kriminalität über Deutschland hereinbricht. Die D-Mark ist seit 1,5 Jahrzehnten der Stabilitätsanker des Europäischen Wirtschaftsverbundes. Die Währungsunion macht damit Schluss. Sollte tatsächlich in einigen Jahren die Euro-Währung kommen, wird es sich mit absoluter Sicherheit um ein erheblich schlechteres Geld handeln als die D-Mark. Das bestätigt inzwischen nicht nur die überwältigende Mehrheit der Fachleute, die Experten des Zentralbankrates, der deutschen Banken, der Wirtschaft und Industrie und der Sparkassen. Uns werden Inflation und Verluste ins Haus stehen, deren Umfang heute kaum abzuschätzen ist. Über diese Tatsache kann kein noch so rosiges Zukunftsgerede der amtierenden Regierung hinwegtäuschen. Auch die weniger kritischen Befürworter der Bonner Europapolitik sind sich darin einig, dass eine Währungsunion erst nach der Verwirklichung einer politischen Union zweckmäßig und sinnvoll wäre. Alle Versuche, dies durchzusetzen, sind gescheitert. Wüssten unsere Politiker, was Staatsräson bedeutet, würden sie sich gerade in diesen Jahren zu einer Politik entschließen, bei der das Interesse Deutschlands und des deutschen Volkes absoluten Vorrang hat. Doch wenn man in Bonn etwas gelernt hat, dann ist es die Willfährigkeit gegenüber den Nachbarn. Und deshalb kann man in unserem Verzicht auf eine Europapolitik im Interesse Deutschlands nichts anderes sehen als eine heilige Kuh unseres demokratischen Wohlverhaltens und verklemmten Harmoniebedürfnisses. Neben den vielen Misshelligkeiten, ja Unverträglichkeiten in diesem Europa der Brüsseler Zentralbürokratie sticht ein Bereich ganz besonders ins Auge. Es ist die bereits analysierte Situation der deutschen Bauern. Sie ist von jeher in der Europapolitik derjenige Bereich gewesen, bei dem man am meisten experimentiert hat.
Und noch nie waren die deutschen Landwirte so resigniert wie heute. Was die bäuerlichen Betriebe in den neuen Ländern betrifft, so wird sie im jüngsten Bericht des Deutschen Bauernverbandes schlichtweg als katastrophal bezeichnet. Eine klare Linie der Bonner Politik lässt sich nicht entdecken. Es sei denn, dass man das Auf und Ab, das heute so und morgen so, als klare Linie bezeichnen will. Klarheit findet sich allenfalls seit einem Jahr. Das reicht von den merkwürdigen Subventionen bis zu den laufenden GATT-Verhandlungen. Sollte es bei den Beschlüssen bleiben, die sich bei diesen Verhandlungen bereits abzeichnen, dann ist das Ende des deutschen Bauernstandes so bedrohlich in Sicht wie noch nie. Sieht das die Bonner Regierung nicht? Eine Parallele zu der geradezu selbstmörderisch wirkenden politischen Nachgiebigkeit in dieser Frage bildet das Verhalten unserer Regierung bei der Vereinigung von West- und Mitteldeutschland. Seit 1949 haben drei deutsche Staaten existiert: Westdeutschland, Mitteldeutschland und Österreich. Dabei sind allerdings auch die deutschen Ostgebiete und das Sudetenland zu erwähnen. Es handelt sich dabei immerhin um 148.000 Quadratkilometer jahrhundertealten Heimatbodens und deutschen Siedlungsraumes. Das entspricht 60% der Fläche der alten Bundesrepublik oder den Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Bis in die beginnenden 70er Jahre haben sämtliche politischen Parteien unserer Republik an demjenigen Deutschland festgehalten, das früher als Deutsches Reich bezeichnet worden ist. Danach hat sich im Gefolge der sozialliberalen Koalition die abgesegnete Zweistaatlichkeit von Bundesrepublik und DDR durchgesetzt. Sie hat bereits den faktischen Verzicht auf die deutschen Ostgebiete eingeschlossen. Die Sozialdemokraten und Liberalen haben das offen ausgesprochen. Die Unionsparteien haben ihn in der Praxis gebilligt. Den Vertriebenen gegenüber aber haben sie aus wahltaktischen Gründen ganz anders gesprochen. Alle waren im Übrigen der Meinung, Egon Bahrs, wörtlich: die deutsche Zweistaatlichkeit ist die Basis des Friedens in Europa. Und noch drastischer, Willy Brandt: die Wiedervereinigung ist die Lebenslüge der Bundesrepublik. Mit all dem ist es 1989 vorbei gewesen. West- und Mitteldeutschland sind durch den Aufstand der Landsleute jenseits von Elbe und Werra vereinigt worden. Das muss man mit allem Nachdruck hervorheben. Die deutsche Einheit war vollzogen, lange bevor sich die vier Siegeralliierten dazu entschlossen haben, sich ihrerseits mit dieser Tatsache abzufinden und sie formell zu akzeptieren. Verhandlungen der vier Sieger mit den Vertretern West- und Mitteldeutschlands, bekannt als 2+4 Gespräche, endeten mit einer Regelung, die von unseren Politikern wiederholt als diplomatisches Glanzstück gerühmt und mit Beifall in eigener Sache bedacht worden ist. Der Kernpunkt bestand in dem Verzicht auf die deutschen Ostgebiete. Im Jahre 1950 ist im Görlitzer Abkommen die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze von der früheren DDR bestätigt worden. Der Bonner Bundestag hat das damals wörtlich als Beweis für die beschämende Hörigkeit gegenüber einer fremden Macht mit heller Empörung abgelehnt und verurteilt. Er hat eine einstimmig angenommene Obhutserklärung für die Vertriebenen angenommen. In derselben Sitzung ist ausdrücklich erklärt worden, dass kein Abgeordneter eines deutschen Parlaments berechtigt sei, einen Verzicht auf deutsches Land auszusprechen. Hat sich an dieser Tatsache in den Jahren 1991, 92 irgendetwas geändert? Nichts hat sich daran geändert, denn so bestimmt ist das Völkerrecht. Und in diesem Punkt ist es auch noch durch eine Reihe von Erklärungen und Konventionen untermauert worden. Nun hat unsere Regierung mit bemerkenswerter Beflissenheit erklärt, dass die Abschlussvereinbarungen der 2+4 Gespräche völlig freiwillig und ohne den geringsten Anflug einer Nötigung zustande gekommen wären. Und im gleichen Atemzug, wenn auch natürlich bei unterschiedlichen Gelegenheiten, versicherte dieselbe Regierung, dass die sogenannte internationale Völkergemeinschaft unsere Einheit nur unter der Voraussetzung der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnischer Westgrenze zugestimmt hätte. Darauf seien auch die Amerikaner, Sowjets, Engländer und Franzosen festgelegt gewesen.
Wir hätten uns deshalb den Siegern von 1945 beugen müssen. Der Bundeskanzler erklärte schon im Juni 1990, noch vor Abschluss der 2+4-Gespräche, wir erhalten die deutsche Einheit nur unter der Voraussetzung, dass wir die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze akzeptieren. Und ebenso bezeichnete Finanzminister Theo Weigel wörtlich die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als bitteren Preis für die deutsche Einheit. Wer hat diesen Preis gezahlt? Unsere Regierung, unsere Minister, von denen kein einziger aus den Ostgebieten stammt, oder die Vertriebenen, die man nicht gefragt hat? Für die Schande, auf uralte Gebiete Deutschlands einfach verzichtet und den Vertriebenen ihre Heimat endgültig geraubt zu haben, ließ sich der deutsche Außenminister mit dem höchsten polnischen Verdienstorden auszeichnen. Herr Genscher erhielt ihn aus der Hand seines polnischen Kollegen Skubiszewski, demselben Mann, der noch 1968 die Vertreibung der Deutschen wörtlich als ein Element der internationalen Ordnung bezeichnet hatte. Herr Genscher wird den Orden mit derselben Genugtuung tragen wie seinen Karnevalsorden, wieder den tierischen Ernst. Und zum Vergleich, es ist bereits erwähnt worden, als 1919 Deutschland zur Unterschrift unter das Versailler Diktat genötigt werden sollte, trat Außenminister Brockdorf Rantzau aus Protest zurück und kurz darauf die gesamte deutsche Regierung. Der Kuhhandel Einigung gegen Ostgebiete war nichts anderes als eine Erpressung. Wobei noch zu fragen wäre, wer uns denn die Vereinigung noch hätte nehmen können, die wir bereits vollzogen hatten. Sie war ja schon lange vor den 2+4-Gesprächen eine faktische Wirklichkeit. Was aber die Erpressung betrifft, nach dem geltenden Völkerrecht entsprechend der Wiener Vertragsrechtskonvention vom 23. Mai 1969, Artikel 52 bzw. 53, sind Verträge, bei denen der Tatbestand der Nötigung als eines Verstoßes gegen zwingende Normen des Völkerrechts gegeben ist, von vornherein nichtig. Entgegen den jahrzehntelangen Beteuerungen und feierlichen Erklärungen, dass alle Grenzfragen erst in einem Friedensvertrag mit dem Souverän Deutsches Reich geregelt und entschieden würden, haben wir 1990 keinen Friedensvertrag geschlossen, sondern uns zu einem Grenzdiktat nötigen lassen. Das ist eine Hypothek von historisch unabsehbarem Gewicht, die das territorial kleinste Deutschland der Geschichte jetzt und künftig zu tragen hat. Dieser Umstand ist nicht mit so billigen Kommentaren zu erledigen, dass endlich, wie man so oft hören konnte und immer noch hören kann, endlich ein sogenannter Schlussstrich unter die Vergangenheit und die Nachkriegsgeschichte gezogen werden müsse. Oder dass Deutschland als Verlierer des Zweiten Weltkriegs bezahlen müsse. Derartiges haben wir seit 1945 schon tausendfach gehört. Wie oft müssen wir eigentlich noch diesen Krieg verlieren und dafür bezahlen? Und wie oft werden uns unsere Partner, vor allem diejenigen, die sich als unsere Freunde bezeichnen, noch daran erinnern? Solche Fragen stellen sich nicht aus Unwillen. Sie drängen sich immer wieder auf, weil wir dank des Schuldkomplexes seit 1945 zu Meistern einer Politik des gebeugten Nackens geworden sind. An dieser Stelle muss wiederholt werden: Wir sind zwar besiegt, aber wir sind deshalb nicht rechtlos geworden. Daran festzuhalten sind wir auch deshalb befugt, weil unsere Kriegsgegner ausdrücklich im Zeichen der angeblich von uns bedrohten Rechtsnormen und obersten Menschheitswerte den Kampf gegen Deutschland geführt haben. Und eben diese Sieger dürfen sich einer fast endlosen Liste der Rechtsverstöße rühmen, die sie nach 1945, also im Frieden, begangen haben. Sie beginnt mit dem völkerrechtlich unverjährbaren Verbrechen der Vertreibung von weit über 16 Millionen Deutschen. Hier handelt es sich um das Delikt des Genozids, des Völkermordes an Deutschen. Das hat erst in jüngster Zeit der Wiener Völkerrechtler Felix Ermacora in einem ausführlichen Gutachten, das mehr als 200 Seiten umfasst, festgestellt. Ermacora ist seit Jahren Mitglied der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen. Und die erwähnte Liste endet mit den Verträgen des Jahres 1990.
Einer der berühmtesten Juristen des 19. Jahrhunderts, Josef Unger, hat einmal bemerkt, und er hat es keineswegs zynisch gemeint, das Recht hat die merkwürdige Eigenschaft, dass man es behalten kann, ohne es zu besitzen. Gerade deshalb steht aber auch das Recht heute mit einer wahrhaft gebieterischen Kraft als Richtmarke im Zentrum der praktischen Politik. Die Beziehung zwischen Recht und Politik gehört unstreitig zu den kompliziertesten Verhältnissen, die es in diesem Bereich gibt. Winston Churchill, auf den der erste Plan zur Austreibung der Deutschen im Osten zurückgeht, hat sich nach der Potsdamer Konferenz 1945 berichtigt, und zwar um 180 Grad. Im sechsten Band seiner Memoiren schrieb er zur Oder-Neiße-Linie: Hier war ein Unrecht im Werden, gegen das der polnische Korridor nicht viel mehr als eine Kleinigkeit gewesen ist. Eines Tages werden die Deutschen diese Gebiete zurückverlangen und die Polen nicht in der Lage sein, sie aufzuhalten. Diese Befürchtung war falsch. Aber es ist bemerkenswert, dass Churchill die Vertreibung und Annexion dem Gesichtspunkt von Recht und Unrecht unterstellt hat. Als der Bundeskanzler auf dieses Unrecht hingewiesen wurde, konnte er nur das denkwürdige Wort entgegenhalten: Rechtsstandpunkte sind kein Ersatz für praktische Politik. Meine Damen und Herren, niemand hat jemals die praktische Politik durch irgendetwas ersetzen wollen, nicht einmal durch das Recht. Welchem Kompass, wenn nicht dem Recht, ist aber nun die praktische Politik Bonds gefolgt, sofern überhaupt ein Kompass vorhanden war? Möglicherweise hat aber bei der Bemerkung des Bundeskanzlers der peinliche Umstand eine Rolle gespielt, dass gerade in der Politik Rechtsnormen viel leichter und viel bequemer zu ignorieren als zu befolgen sind. Gern würde man auch in diesem Zusammenhang wissen, wie es denn unter den Zwängen der sogenannten praktischen Politik mit unserem hochgelobten Rechtsstaat Bundesrepublik steht. Wäscht sich hier vielleicht der Kern des Rechts im reißenden Strom der praktischen Politik aus? Muss man wirklich daran erinnern, dass wer die Rechtslage der Tatsachenlage opfert, der nackten Willkür zur Herrschaft verhilft? Oder ist unseren verantwortlichen Politikern das Recht deshalb so unangenehm, weil sich aus dem Recht klare Pflichten für das politische Handeln ergeben? Und wenn Ihnen schon die Rechte des deutschen Volkes nur ein Linsengericht wert sind, müssen wir Sie daran erinnern, dass auch unser Grundgesetz laut Artikel 25 unter dem Gebot des Völkerrechts steht. Menschen und Völker sind so beschaffen, dass von ihnen erwartet werden kann, mit einem Unglück fertig zu werden. Unrecht dagegen müssen Sie nicht hinnehmen. Das ist weder dem einzelnen Menschen noch den Völkern zuzumuten. So hat auch einer der friedfertigsten Politiker unseres 20. Jahrhunderts, Mahatma Gandhi, gesagt: Zur Duldsamkeit gehört nicht, dass ich auch billige, was ich dulde. Wer Unrecht nicht nur erduldet, sondern auch billigt, der begibt sich des Zentralsten, worauf er im Zusammenleben mit anderen Menschen Anspruch hat. Anspruch nämlich auf Wahrung seines Selbst, seiner Moral und seiner Integrität. Unrecht nicht hinzunehmen heißt, auf das Recht zu pochen und dafür einzustehen. Der Einzelne kann das, sofern er in einem Rechtsstaat lebt. Das bürgerliche Gesetzbuch und das Strafgesetzbuch gibt ihm dazu die Möglichkeit. An wen aber können und sollen sich Volksgruppen wenden, wenn Unrecht geschehen ist? An den Staat, dessen Bürger sie sind, also an die Regierung und ebenso an denjenigen Staat, der das Unrecht verschuldet hat. Unsere Regierung ist verpflichtet, die Rechte der Vertriebenen zu wahren und ihre Interessen zu vertreten. Sie hat sich dem völkerrechtlichen Gebot zu beugen, die geeigneten Schritte zur Wahrung der Rechte und Interessen zu unternehmen. Das betrifft heute in erster Linie das von Polen und der Tschechoslowakei geraubte Volksvermögen der Vertriebenen und ebenso das anerkannte Recht auf Heimat. Wer heute dem Recht auf Heimat als einem weltweit anerkannten Teil des Völkerrechts das Wort redet, aber nicht klar angibt, was dies für die deutschen Vertriebenen in der Praxis bedeutet, ist ein Heuchler. Recht auf Heimat ist ein Anspruch auf die Heimat. Vertreibung ist, wie gesagt, ein Akt des Völkermordes.
Die Völkermordkonvention des Jahres 1948, die 1951 in Kraft getreten ist, setzt die Vernichtung der Lebensbedingungen einer Gruppe als einen Völkermordtatbestand voraus. Zu diesen Lebensbedingungen gehört die Eigentumsordnung und das Volksvermögen. Das Völkerrecht verbietet eine entschädigungslose Enteignung von Privateigentum in militärisch besetzten Gebieten. Das bestimmt die noch immer gültige Haager Landkriegsordnung von 1907, die ergänzt worden ist durch die vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949 und den dazugehörigen zwei Zusatzprotokollen von 1977. Da nun die Konfiskation sowohl von Privat- als auch von Volksvermögen Teil des Völkermordes ist, ist auch ihre Rechtsnatur Teil eines Rechtsganzen. Anders gesagt, Vermögensentzug hat Völkermordcharakter. Und deshalb können Rechtsansprüche auf Feststellung einer völkerrechtswidrigen Konfiskation wegen der Verknüpfung mit dem völkerrechtlichen Delikt des Völkermordes nicht verjähren. Und außerdem begründen völkerrechtswidrige Konfiskationen keine Rechtstitel. Wenn also die Tschechoslowakei zurzeit sudetendeutsches Vermögen verkauft oder versteigert, kann für den Erwerber daraus kein rechtmäßiges Eigentum entstehen. Noch einmal möchte ich wiederholen. Nach dem Völkerrecht ist die deutsche Regierung dazu verpflichtet, die Rechte und Ansprüche der Vertriebenen zu wahren. Ihre Untätigkeit macht sie im Lichte internationalen Konfiskationsrechts verantwortlich. Und sie ist ebenso dafür verantwortlich, dem Recht auf Heimat Geltung zu verschaffen. Die Vertriebenen ihrerseits haben nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Pflicht, unbeirrt an ihre Rechte zu erinnern. Denn die Untätigkeit der Regierung schließt die stillschweigende Anerkennung des begangenen Unrechts ein. Das ist nicht hinzunehmen. Heute liegt es zutage. Heute liegt es zutage, dass der deutsche Staat die Vertriebenen und ihre Heimat im Stich gelassen hat. Deshalb aber werden die Vertriebenen nicht das deutsche Vaterland im Stich lassen. Und zu diesem Vaterland gehören Ostpreußen, Pommern und Schlesien, gehören das Memelgebiet und das Sudetenland. Die deutsche Regierung wäre im Übrigen gut beraten, sich der Weltöffentlichkeit nicht allenthalben als Hüterin von Völkerrechtsnormen zu präsentieren, wenn sie zu gleichgültig oder zu feige ist, in eigener Sache Rechte zu reklamieren. Genauso aber sollte jeder einzelne Vertriebene von sich aus seine Eigentumsansprüche durch Anträge bei den Regierungen in Warschau, Prag, Moskau oder Wilna geltend machen und durch Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe aufgrund der Verletzung der Individualrechte. Durch die Wiener Vertragskonvention über die völkerrechtliche Ungültigkeit erzwungener Verträge ist im Übrigen etwas auf den Weg gebracht worden, das schon seit dem Ersten Weltkrieg keinem rechtlich denkenden Menschen zweifelhaft gewesen ist. Die Verkrüppelung des in Versailles feierlich beschworenen Selbstbestimmungsrechts durch die Gründung solcher Staaten wie Polen, Jugoslawien, die Tschechoslowakei hat schon damals jede normale Vernunft beleidigt. Dasselbe gilt für sämtliche Versuche, Annexionen, also Gebietsraub durch militärische Gewalt, historisch zu rechtfertigen. Die Sieger haben nach beiden Weltkriegen die Veränderungen der Landkarten nach ihren Vorstellungen so schnell wie möglich als rechtens festgeschrieben. Das heißt, hinter den Annexionen stand nicht das Recht, sondern das Faustrecht. Nach Kriegen erklärt sich, und das ist die Regel, der Unterlegene in den Friedensverhandlungen bereit, für Entschädigungen aufzukommen. Wo das Recht die Feder führt, werden sie in gleichrangigen Gesprächen und in angemessener Form ausgehandelt. Nach den beiden Weltkriegen wurden jedoch die Bedingungen den Verlierern diktiert. Friedensdiktate widersprechen dem Völkerrecht. Sie widersprechen heute auch den Normen der Vereinten Nationen. Zu einer politischen Kraft wird das Recht nur dann, wenn derjenige, der ihm unterworfen ist, freiwillig und aufgrund seiner Einsicht zustimmt. Unrecht aber, das sich als Recht verkleidet, verwandelt sich nicht einmal durch die Zustimmung desjenigen, der es anerkennt, in Recht.
Zur Annexion der deutschen Ostgebiete stellt das Völkerrecht mit geradezu brutaler Klarheit fest, werden derartige Maßnahmen als Rückgabe anstatt als Wegnahme, als gerechte Friedensordnung anstatt als Zwang deklariert, so muss dies im Interesse der gesamten Völkerrechtsentwicklung klargestellt werden. Dass der Gebietsräuber den Wunsch hat, seinen Raub vom Beraubten als rechtens erklären zu lassen, das ist begreiflich. Dass aber der Beraubte sich dazu versteht, das ist unbegreiflich. Und so sind die Verträge... Und so sind die Verträge mit Polen und der Tschechoslowakei nichts anderes als Besitzurkunden, die der Beraubte dem Räuber ausstellt. Vor diesem Hintergrund kann das Verhalten derjenigen, die seit Jahren als Sachwalter der Interessen Deutschlands tätig oder vielmehr untätig sind, nur deprimierend wirken. Ihr Weitblick reicht nur bis zu den nächsten Landtags- oder Bundestagswahlen. Kurz vor diesen Terminen vertauschen Sie die von uns erwartete Redlichkeit mit enthemmter Redseligkeit. Und so ist es zu befürchten, dass auch die kommende Zeit den Taktikern gehört, den Pragmatikern, den sogenannten Realisten und nicht zuletzt, wie schon erbittert bemerkt worden ist, den bewährten Klinkenputzern, die uns schon so oft mit ihrer erbarmungslosen Nachgiebigkeit beeindruckt haben. Nun, wir können derzeit nicht vorgreifen. Wir können nur darauf aufmerksam machen, dass in einem Konflikt unserer Interessen mit anderen Interessen die Wahrung der Rechte Deutschlands auch deshalb Vorrang besitzt, weil von diesen Rechten schon mehr als genug verspielt worden sind. Jeder irrt sich, der da glaubt, auch nur eine einzige Vereinbarung könne auf die Dauer Bestand haben, bei der sich das Recht des Faustkeils aus der Steinzeit durchgesetzt hat und nicht das moderne Völkerrecht. Nach dem heutigen Verständnis, das von allen Staaten geteilt wird, beruht das Rechtsgefüge der Friedensordnung auf drei Säulen: der gegenseitigen Achtung, dem Recht auf Selbstbestimmung und dem Interventionsverbot, das daraus folgt. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker wird heute nicht mehr als eine lediglich politische Forderung gewertet, deren ethischer Gehalt sich nur sehr schwer präzisieren lässt. Es wird vom Völkerrecht zu den Grundrechten der Staaten gezählt. Es wird als jus cogens anerkannt, als zwingendes Recht, das eine abweichende Regelung auch durch Vereinbarung der Beteiligten nicht zulässt. Meine Damen und Herren, trotz aller Bürden der Vergangenheit, die wir auch in den kommenden Jahren zu tragen haben, die Ära der Nachkriegsgeschichte ist in der Tat beendet. Der Weg zur Normalität ist heute offen. Das bedeutet allerdings nur auf den ersten Blick eine neue Freiheit. Mit dem Wort Normalität wird sich für Deutschland in erster Linie der unerbittliche Zwang zu eigenem Handeln verbinden. Das setzt freilich den Mut zu selbstständigen Entscheidungen voraus, ohne Rücksicht auf andere und ihre Zustimmung oder Missbilligung. Ohne Rücksicht auch auf die Rückendeckung derjenigen Staaten, in deren Kielwasser wir uns bis jetzt haben dahintreiben lassen. Diese Entscheidungen werden nicht im Zeichen des Wünschbaren gefällt, sondern im Zeichen des Notwendigen. Und das verlangt von unseren Politikern, dass sie endlich auf eigenen Füßen stehen, sich also nicht erst dann eine Meinung und ein Urteil bilden, nachdem sie sich anhand des ausländischen Presseechos ein Bild davon gemacht haben, was andere von uns erwarten. Die Möglichkeiten jeder Leistung, auch der politischen Leistung, liegen ausschließlich innerhalb der Grenzen des Selbstvertrauens. Sie hängen nicht vom Wohlwollen oder dem Widerstreben anderer ab. Deutschlands Rolle wird sich künftig nicht mehr in der dienenden Einbindung erschöpfen, weder in Europa noch im Geflecht der Weltpolitik. Seine Politiker haben als Beauftragte des Volkes Deutschlands Interessen zu erkennen, haben sie zu wahren und durchzusetzen. Sie müssen deshalb eine der wichtigsten Fähigkeiten aktivieren, die zu jedem verantwortungsbewussten Menschen gehört, nämlich zwischen Prioritäten unterscheiden zu können. Deutschlands veränderte Lage seit 1990, das ist nämlich wiederum Zentrum, Herzstück und mehr denn je vorherrschende Wirtschaftsmacht Europas ist. Diese Lage erzwingt eine neue Rangliste der Dringlichkeiten. Mit der Windstille unseres Isolationismus der Liebedienerei ist es endgültig vorbei. Deutschlands künftige Geltung und sein Einfluss wird sich nicht mehr
ignorieren lassen, das wird sich nicht verleugnen oder vertuschen lassen, am wenigsten von uns selbst, auch wenn dies noch so viele unserer Demutsdesperados nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Ein Gutteil der Völker Europas und ebenso außerhalb unseres Kontinents setzt schon jetzt auf die Kraft Deutschlands. Ihre Erwartungen werden unsere Entschlüsse nachhaltiger bestimmen als unsere eigene Bereitschaft, diesen Umstand zu akzeptieren. Denn das Deutschland, das in den 1945 gezimmerten Rahmen gespannt war, hat mit der Zukunft nichts mehr zu tun. Im Detail lässt sich die Zukunft niemals voraussagen. Trotzdem ist für Politiker nichts Wichtiges, als bei jeder einzelnen Entscheidung nach vorn zu denken. Das bedeutet mehr als nur ein abgewohntes Haus zu renovieren. Politiker müssen Zeichen setzen. Das ist im Gebiet des allgemein öffentlichen und der Außenpolitik ebenso schwierig wie riskant. Wir haben seit 1949 das Problem unseres Verhältnisses zur Nation entweder ignoriert, in seiner Existenz bestritten oder es einfach diskriminiert. Damit ist es vorbei. Der Begriff der Nation wird sich auch nicht mit dem Begriff Europa vertauschen lassen. Es ist ein Aberglaube, auf das Verflüchtigen des Nationalen in einen Großstaat Europa zu setzen, von dem bislang nicht viel mehr existiert als so etwas wie die Verheißung der Seligen. Das lässt sich auch nicht durch das Pathos der freundlichen Phrasen vernebeln, das den Europaschwärmern zur zweiten Natur geworden ist. Europäer wird man nicht durch eine Art Desinfektion nationaler Verschmutzung, durch Entnationalisierung. Für die Franzosen oder Spanier heißt das, dass sie sich allein durch ihr Bekenntnis zu Frankreich und Spanien als Europäer wissen. Und ebenso wissen auch wir Deutsche uns nur durch unser Bekenntnis zu Deutschland als Europäer. Was hat uns der Umbruch im Osten unter anderem gelehrt? Wer heute Menschenrechte sagt, der sagt nicht nur, sondern meint in einem drastisch handgreiflichen Sinn Freiheit. Und wer Freiheit sagt, der sagt Selbstbestimmung. Und wer Selbstbestimmung sagt, der sagt Nation. Das Riesenreich der Sowjetunion ist nicht etwa nur deshalb zerfallen, weil ihm die Marktwirtschaft gefehlt hat, sondern weil sich seine Völker und ethnischen Großgruppen auf ihre Eigenart besonnen haben und danach leben wollen. Wem steht es zu, selbst den Tataren, die ebenfalls die Selbstbestimmung reklamieren und verlangen, ihre Sprache, Traditionen, Kultur in die Obhut einer tatarischen Nation zu bringen? Welchem Deutschen steht es zu, dieses Verlangen als historisch überholt zu bezeichnen? Keinem steht das zu, auch wenn er sich als im Wohlstand bequem gewordener und ach so liberal gebärdender, unendlich blasiert über alles erhaben fühlt, was mit Nation und Patriotismus zu tun hat. Herablassende Distanzierung kann sich der Einzelne leisten. Politik hat damit nichts zu tun. Hier muss man sich exponieren, wenn man Entschlüsse im Interesse des Staates zu fassen hat. Das heißt im Zweifelsfall mit Fingerspitzengefühl und trotzdem ohne allzu große Rücksicht darauf zu handeln, ob das den Bedürfnissen und Wünschen anderer Staaten entgegenkommt. Es gibt nun einmal bestimmte Grenzen, die der Einzelne ebenso wenig überschreiten kann wie der Staat, wenn er nicht grundlegende Prinzipien verleugnen, seine Selbstachtung verlieren und gegen den Auftrag verstoßen will, den er von den Bürgern erhalten hat. Und deshalb soll an dieser Stelle und zum Schluss wieder einmal an eine der nüchternsten Bemerkungen des Staatsrechtlehrers Karl Schmidt erinnert werden. Dadurch, dass ein Volk nicht mehr die Kraft oder den Willen hat, sich in der Sphäre des Politischen zu halten, verschwindet das Politische nicht aus der Welt. Es verschwindet nur ein schwaches Volk.